Damit herzlich willkommen zu Match 2 Oboi gegen Yoboi. Oboi spielt mit folgender Schiffsaufstellung: mit einer Suyus, einer Duncan, Doppelrieger, Mogador. Oboi spielt mit einer Iowa, einer Duncan, einer Riga, einer Jutland und einer Mogador. Hat sich meine Aussage nicht bewahrheitet? Wir haben doch sehr viele Schiffswechsel jetzt gesehen. Yoboi hat zum Beispiel jetzt Doppel-DD-Setup, um ein bisschen flexibler um die Caps zu agieren, würde ich mal behaupten. Und bei Yoboi haben sie gesagt, okay, wir nehmen noch ein zweites Radar mit. Ich habe es ein bisschen angeteasert, ich habe es vermutet, dass vielleicht noch ein zweites Radar kommt, weil sie wahrscheinlich wieder sehr stark für B spielen werden. Ja. Moin, moin, ich grüße dich. Hi. Ja, ist eine kleine Neuauflage. Klar. Wie du sagst. Gut, na, wie stellen sich jetzt die Teams auf? Die Mogador versucht für ein Early Cap auf C zu gehen. Im Jutland schmeißt sich mal in B rein. Ist natürlich jetzt für Yoboi der Vorteil, dass sie die Geschwindigkeit jetzt auf ihrer Seite haben, beziehungsweise das bessere Spotting mit zwei DDs. Gerade gegen die Mogador kann die Jutland ihren Spotting-Vorteil voll ausschöpfen. Nachteil ist natürlich, Gunfight Mogador gegen Jutland wird schwierig. Ja, auch wenn man, ich habe es ja in den letzten Streams auch schon gesagt, dass du, klar hast du die Nebel-Hydro-Kombo, aber du hast nur 3 Kilometer Hydro, da kannst du eine Mogador nicht gut genug punishen mit deiner Jutland. Da hast du nicht genug Damage-Output. Aber hier ist Early Cap, geht durch, da kommt das erste Radar von Yolo-Ente. Und er schafft den Reset leider nicht. Sehr, sehr ärgerlich. Damit geht C erstmal an Yoboi. Aber das Radar hat auch die Jutland gespottet. Und damit wurde sie erstmal aus dem Cap gedrängt. Die nächste Riga fährt jetzt, um B zu covern, auch noch mit rein. Und die Mogador, sehr, sehr dreist, glaubt ich jetzt mal. Muss aber aufpassen, ich denke, dass er bald gespottet wird, ist aber in Cover. Ne, er hat eigentlich nur einen Gunfight gegen eine Iowa und eine Jutland. Da kommt auch das Radar ist mega wichtig jetzt, dass er sich wehren kann. Da bringt ihm der Smoke nichts und jetzt muss er hier den Gunfight annehmen, denke ich. Er wird auch bremsen und versuchen, hier die Jutland zu kriegen. Der guter Damage rein, das tut richtig weh. Hier mit AP clever, weil Range Saturation, mit HE geht da nicht so viel rein. Guten Damage reingekriegt in die Jutland. Vorteil Jutland, ich kann mich halt heilen, ne? Aber sie kriegen jetzt relativ sicher hier das A-Cap. Ja. B-Cap ist auch geblockt durch Riga-Radar, was in 45 Sekunden ready sein wird. Ich denke mal, die Jutland braucht jetzt noch mindestens 10 Sekunden, bis sie im Cap ist. Und dann braucht sie auch noch mal 30 Sekunden ungefähr, um zu cappen. Oder 20 Sekunden. Ich habe es jetzt gar nicht im Kopf. Also so ungefähr 20 bis 30 Sekunden, um das zu cappen. Da wird das Riga-Radar wieder ready sein und werden sie es wieder delayen können. Aber die Duncan hier auch relativ gutes Positioning, weil er halt die Riga unter Druck setzen kann. Die Mogador hat ihr Cap geholt, tut jetzt außen ein bisschen die BBs unter Druck setzen, dürfte aber jetzt in dem Fall kein Problem sein, wobei die Frage ist, connect die Torps, weil sie sind nicht schlecht. Also das erste Set nicht, das zweite Set könnte mit Glück, ne, reversed wahrscheinlich schon, also da geht nichts rein. Ja, mal ohne Radar wäre interessant, aber Radar fester Bestandteil des Spiels, das wird sich langfristig nicht mehr ändern. Vielleicht tun sie beim Radar irgendwann mal was ändern, dass nur die Schiffe, die selber Radar ziehen, die anderen Schiffe sehen. Mal gucken, was da noch kommt. Aber das ist sehr, sehr viel Spekulation hier.
Jutland wurde wieder aus dem Cap gedrängt. Ich denke mal, das war das eine Radar, genau, und das andere Radar von der nächsten Riga ist auch schon fertig. Die Mogador hat jetzt sich aufgemacht und hat gesagt: Jo Leute, ich fahr jetzt mal auf die Flanke, ich gehe der Riga mal ein bisschen auf die Nüsse. Und ja, das funktioniert ganz gut, weil die Riga wird die Gans natürlich nach vorne gedreht haben. Und bis er die Gans zurückdreht, dauert ein bisschen. Und von vorne kommen noch Sojus-Shells rein. Also ich denke, dass Fokus hier auf dieser Riga liegen wird, von Seiten von Oboy. Währenddessen sie bei BC relativ safe stehen, behaupte ich mal. Da passiert erstmal nichts. Aber die Mogador wird jetzt wahrscheinlich versuchen, in die Mitte zu kommen. Vielleicht versucht sie auch die andere Mogador zu countern, was natürlich sehr lange dauern wird, weil der Weg ist weit. Ja, wir sind schon 14 Minuten im Spiel. Caps sind ausgeglichen, aber die Torps sind relativ ungefährlich. Ja, die Mogador macht es hier sehr, sehr, sehr gut. Ne? Er farmt ihn halt. Er muss jetzt aufpassen, wenn er zu weit fährt, dann könnte er zugehen. Durch den Berg. Im Normalfall ist es so. Außer die Insel zählt nicht als Spotting. Ja, doch, geht er zu. Ja. Und jetzt ist die Riga halt offen. Die Mogador halt offen. Aber sie haben die Riga gut runtergefarmt. Das Problem für die Mogador wird jetzt sein, ja, die andere Jutland wird ihn vielleicht jetzt ein bisschen forcen. Also ein kleiner Switch hier. Mogador in die Mitte zu B und Jutland ein bisschen nach außen, um die Mogador zu spotten, wegzudrücken, dass sie nicht mehr free die Riga farmen kann. Was Jobai natürlich aufmachen muss, die lassen ihr C-Cap jetzt ziemlich offen. Ja, also irgendwann wird natürlich die Möglichkeit bestehen, dass hier der Push kommen kann. Ja, es ist eine Duncan. Die Riga, ja, und da. Also, manchmal sieht man es halt einfach. Im vorherigen schon, ja, und da kommt jetzt auch der Push. Ja, man sieht, die Riga, Sujus und Duncan fahren jetzt gebündelt vor. Werden natürlich hier den werten Herrn Kaufmann versuchen wegzudrängen, damit die Riga hier cappen kann. Und sie haben natürlich auch kein Radar, um das zu interrupten. Und die Mogador bindet natürlich jetzt hier den DD. Ärgert noch die Riga. Aber die Mogador versucht hier wahrscheinlich B zu cappen. So wie es aussieht. Ne? Fährt hier rein. Cappt B. Cappt A, Entschuldigung. Cappt A. Weil B ist natürlich gesichert von der anderen Riga. Da hat Janir alles im Griff. Und ja. Da kommt der gebündelte Push. Crossfire gibt es nicht wirklich. Also hier sind sie relativ safe, weil die Mogador so ein bisschen das Feuer auf sich gezogen hat. Und jetzt wird die Riga gleich wissen, hey, die Mogador ist in A drin, weil es angekappt wird. Und ja, koordinierter Push hier auch clever, ne? Weil man sagt, man schiebt nicht ein Schiff vor, sondern man schiebt gebündelt vor. Kann dann vielleicht auch ein bisschen mit der HP spielen. Dann sagt, okay, hey, ich gehe jetzt zu, übernimm du mal das Tanken. Aber sie werden dieses C-Cap nicht unterbrechen können. Das werden sie kriegen. Also sie tauschen quasi jetzt Caps C gegen A. Mehr ist es nicht. Und ja, die Mogador macht hier ihren Job. Sie bindet ein DD. Also hier alles voll und ganz in Ordnung. Und hat über lange Zeit auch die Riga gebunden, die natürlich jetzt hier hinten wieder vorfahren muss, was ein bisschen dauert. Was für Oboy natürlich sehr, sehr gut ist jetzt. Sie haben Joboy sehr, sehr breit gezogen. Ne, man sieht das hier. Die Abstände sind ziemlich groß. Wenn sie jetzt schaffen, die Duncan zu isolieren. Duncan darf halt jetzt auch nicht den Fehler machen, zu sagen, hey, ich fahre jetzt nach unten weg, sondern er muss gerade wegfahren. Dass er vielleicht den Turn auf die 10er-Linie bekommt und dann wieder in die Seite fallen kann, wenn es möglich ist. Ja? Das ist immer so, dass du in die Flanke kommst und das Crossfire da suchst. Ja, und die Mogador spottet jetzt die Riga. Wahrscheinlich wollte er für einen Torp Rush gehen. Die Riga hat es schon so ein bisschen geahnt. Der hat sich schon gedacht, hey, wenn der jetzt A hat, was wird er wahrscheinlich machen? Und ja, er catcht halt jetzt die Mogador in der Position, wo es relativ unangenehm ist für die Mogador. Weil der muss ein wegfahrendes Schiff torpen. Und das ist halt für einen Franzosen nicht sonderlich geil. Und wirklich Crossshots kann keiner machen. Ja, und ich weiß nicht, ob der Call für den Torp Rush nicht falsch war in dem Moment. Weil er muss halt der Riga hinterherfahren. Die Riga hat sehr viel HP. Da kommen Shots von der Iowa.
Die könnten gut sein, sind sie nicht. Aber hier gut gedodged. Er hat halt Hydro an, er weiß genau, was los ist. Jetzt weiß er, er hat 30 Sekunden Zeit, um sich aufzudrehen, um seine Front-Turrets zu nutzen. Macht er auch. Ja, und ich denke, dass sie hier die Mogador kriegen. Ja, also hier. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage: Missplay von der Mogador. Er ist jetzt reingefahren, ohne zu wissen, wo die Riga ist. Und das hat ihn halt sein Leben gekostet. Klar, wenn er ihn Nose in catcht, dann hat die Riga keine Chance. Aber die Riga hier, Janir hat das gut antizipiert, sagen wir es mal so. Wusste schon, hey, der hat gekappt, was macht er denn als nächstes? Gut, die Jutland hat jetzt die Mogador bekommen, war klar, war nur eine Frage der Zeit. Aber sie haben ihn halt gebunden und die Mogador hat verdammt viel HP gebleedet für den Trade. Man sieht's, ne? Das waren, glaube ich, 8. Ja, was hat die gehabt? 7 bis 8k, die Mogador. Und die Jutland war full life. Knapp full life, hat ja ihre Heals noch alle genutzt. Ist auch out of Heals. Und das ist halt jetzt maximal unangenehm. Weil die haben ja die Suyus, die hier eine gute Position hat. Die Riga reversed jetzt wahrscheinlich und wird wieder hier an die Insel ranfahren. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Er muss halt aufpassen, ne? Die Iowa fährt jetzt da ein bisschen rein. Und hier 1 gegen 1 Duncan. Das wird sehr, sehr interessant, weil wenn hier die Duncan von Yoboi den Trade gewinnt, dann ist Oboi eingekreist. Und dann könnte es unangenehm werden. Ich denke, dass hier die Torps auch ein bisschen zu früh kamen. Ist auch immer so Geschmackssache. Ich weiß nicht genau, was der Reload auf den Torps ist. Auf den Nuke Torps. Aber hier. Schauen wir mal, wie sieht der Torp aus? Der trifft gar nicht. Der trifft auch nicht. HP-Vorteil ist halt für Kaufmann. Und. Ja, schauen wir mal. Also, das denke ich ist ein relativ entscheidendes Play hier drüben. Auch hier Iowa gegen Suyus. Da ist viel möglich, ja. Also, die Suyus hat auch sehr viel HP getradet. Da kommt der Heal rein. Der Torp sieht gut aus. Der könnte nochmal einen Unterschied machen. Und er macht. Der war richtig wichtig, der Torp. Massiv wichtig. Damit kriegen sie einen Damage-Vorteil. Und jetzt wird die Duncan versuchen, wahrscheinlich für einen Ram zu gehen. Ja, er wirft jetzt da seine Torps raus. Ja, wir brauchen da zumindest den Trade. Also, wenn sie den Trade nicht kriegen, ist Vollkatastrophe. Ja, das ist natürlich unangenehm. Da war der eine Torp, hat den Unterschied gemacht. Wobei hier noch Torps kommen. Wenn sie da die Suyus kriegen, schaut es wieder ganz anders aus, ne? Ah, treffen 2. Und da geht die Suyus raus, okay. Hier ein 1 zu 1 Trade gemacht. HP. Vorteil jetzt für Yoboi. Gut, sie müssen gegen 2 Cruiser und eine Duncan ran. Ja, sie haben halt sehr viel HP auf dem BB. Der DD wird halt nicht wirklich ein Faktor sein, denke ich mal. In dem Setup jetzt. Weil er halt mit Radar easy killbar ist. Und ja, Radar ist aber aus bei der einen Riga. Die andere Riga hat noch 3. Ja, da ist also noch was geboten. Punktetechnisch sieht es für Oboi aktuell sehr, sehr gut aus. Und ja, sie brauchen halt den Kill auf die Riga. Ist halt bitter, dass die Riga jetzt Radar hat. Das könnte echt problematisch werden. Ja, aber da kommen die Cross-Shots auch rein. Also Focus Damage ist da. Ja, die Jütland müsste sich halt jetzt smoken und mit eingreifen. Aber die Riga kann ja jederzeit in Deckung fahren. Es dauert zwar ein bisschen, aber er kann dazu gehen. Und dann kann die Riga nicht mehr drauf schießen. Dann ist es nur noch BB gegen Cruiser. Aber der Unterschied ist halt, hier helfen halt noch ein paar Schiffe mit. Ja, die müssten jetzt mal gucken, dass sie irgendwie sich noch rumpositionieren. Was halt sehr, sehr schwer ist, weil die Riga ist halt, hat eine sehr starke Position in dem Fall. Die Duncan auch. Und die sind halt sehr weit aufgefächert und werden irgendwann natürlich hier rum sein. Und dann wird es unangenehm. Ne? Man sieht schon, wie die Riga wird relativ gute Salven auch machen. Gut, wenn die Dispersion mitspielt, natürlich nur. Aber da kommt der Damage rein. Und ja,
die hat zum Beispiel wieder relativ gut gehittet. Und dann geht die Iowa auch raus, kriegt dann nochmal einen Dodge hin. Heal läuft. Winkelt sich da auch, aber die Duncan wird da demnächst mal einen rüberlegen, denke ich. Und da kommt er auch schon. Ja, reicht nicht ganz für den Kill. Also die Iowa hält sich hier wacker. Und naja, die Riga kann halt nicht wirklich was tun. Wenn sie vorfährt, dann ist die Duncan da. Und ja, da trollt halt die Dispersion auch mal mega krass. Und das ist halt dann sehr, sehr unangenehm. Und ich denke, das war's jetzt auch. Und jetzt denke ich, dass Yo-Boy da aus der Sache nicht mehr so erfolgreich rauskommen wird. Ja, sie haben halt die zwei entscheidenden, den entscheidenden Trade hier verloren, behaupte ich mal. Ja, den Kill muss ich halt machen. Wenn ich den nicht mache, dann. Also wenn ich zumindest den Ram bekomme, dann habe ich hier einen Vorteil, weil ich krieg den DD und dann habe ich Cruiser. Dann habe ich den Schiffsvorteil. Aber jetzt. Die Frage ist, haben die Torps überhaupt Range? Ich denke mal nicht. Ja, sie versuchen jetzt auf die Duncan zu gehen. Aber der wird wahrscheinlich noch ein Heal ready. Ja, den wird er nicht runtergefarmt bekommen. Keine Chance. Das wird nicht funktionieren. Jutland smoked sich jetzt, aber ich denke, da kommt gleich ein Radar von der Riga. Alles auf Cooldown, okay. Aber du hast halt jetzt das BB in der Breitseite. Die werden auch nachschieben. Irgendwann wird die Riga auch nachschieben, gehe ich mal von aus. Und ja. Im Rücken zur Wand steht er quasi. Ah, ich denke nicht, dass sie die Duncan kriegen, weil er hat halt auch einen Heal ready. Und den kann er jederzeit ziehen. Er lockt sie quasi so ein bisschen, zieht halt jetzt den Damage auf sich. Aber das kann er jederzeit gegenheilen. Hier kommen die Nuke-Torps. Genau, da kommt auch schon der Heal. Und der Heal ist halt mächtig. Und deswegen wird es da relativ schwierig. Bis, ich möchte nicht sagen unmöglich, da jetzt noch was zu reißen. Also, Oboe hat die bessere Position, sie haben den HP-Vorteil und Jutland kann nicht wirklich was tun, außer halt Open Water gunnen. Aber mit 4K bist du halt auch relativ leicht killbar, gerade mit einer Jutland, die nicht so viel HE hat, nicht so viel HP hat. Und da kommt auch die. Oh, Glück mit der Dispersion gehabt. Ah, und. Ja, das hat Yo-Boy wieder sehr gut gespielt. Ich denke halt, es gab hier viele Key-Situationen hier. Dass sich die Mogador hier wegwirft, war halt schwierig. Hat die Riga gut gesehen oder gut vorausgeahnt. Und hier drüben, dass du da halt den Kill nicht kriegst, dass der eine Torp halt trifft, ist halt auch sehr, sehr bitter. Und das waren halt so die zwei Faktoren, die dieses Spiel entschieden haben. Und dass du halt das T-Cap relativ frei auch gelassen hast, dass Oboy da gebündelt runter pushen konnte. Ne?